Recht herzlich willkommen zur 201. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, nach dem Missgeschick der letzten Runde müssen wir dann mal jetzt gerade was Neues bauen. Öffnen mal gerade unsere Orbitalrakete, oder wie haben wir sie genannt? Eine Orbitalrakete laden. Da ist sie, das ist falsch. War doch noch was anderes. Orbital. Alles gekommen. Satellitenrakete, die ist es dann wohl. Laden. Sieht gut aus, ne? Bis auf den Frachtraum. Nutzlast. Ja, dann ist es dieses wohl, ne? Was ein Riesending, ne? Das ist das erste hier. Aerodynamische Schutzummantelung, die haben wir dann schon, ne? Also müssen wir doch diesen dahin bauen. Ist ja der Hammer dann. Machen wir gerade das Pluszeichen hier. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wo wir das hinbauen. Ich denke mal, das ganze Stück kommt erst weg. Das kommt da drunter, das kommt wieder dran, alles ist gut. Und dann müssen wir den Schirm hier nochmal neu bauen. Ist das das Teil? Ja, supi, ne? Das ist es. Und dann nochmal Schutz, click more slide to show more info, haben wir. Und wie kann ich das jetzt umbauen nochmal? Traverse. Und das ist jetzt voll doof, ne? Jetzt müssen wir das mal gerade da einpacken und das da einpacken. So, jetzt das ganze Ding nochmal dahin, oder? So, und jetzt dann darüber. Linke Maustaste ist Querschnitt platzieren. Das wäre also so. Jetzt würde ich sagen, machst du hier so, dann gehst du weiter hoch. Ich würde jetzt mal sagen, bis da so. Und dann gehst du so rüber. Und da kommt schon was raus. Sorry, immer noch ein bisschen Husten zugange, ne? So, das passt, oder? So, jetzt müssen wir nur gucken, weil wir hier Minus machen gerade, dass wir wieder rauskommen ein bisschen. So, der sprengen wir ab, ist klar. Das und das. Dann das abtrennen. Dann wird der gezündet, dann fliegt das ab, obwohl wir das händisch machen werden. Und alles ist gut. Ja. Würde ich dann sagen, können wir speichern, ne? Die TBR ist noch 1,5, das passt also noch. Wir haben es gespeichert. Dann können wir aufs Launchpad gehen und dann geht die Sache hoch, oder? Dritte Mal jetzt? Ich glaube, dritte Mal jetzt. Ist so. Ja, gut. Dann SRS an, Vollschub geben. Und dann 3, 2, 1, go. Bisschen gegen Süden winken schon. Und dann läuft's, ne? So. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie weit das andere alle ist, ne? Aber das ist dann halt so. So, ich weiß jetzt gar nicht. Wir sollten vielleicht mal probieren, ein bisschen anders zu kommen. Vielleicht wird es dann besser. Weiß ich aber nicht. Äh, 8000.
Okay. Können die Kiste ja auch mal ein bisschen so steuern. 11.000. Oh, Haupttriebwerk ist aus. Jetzt ist nichts mehr mit Steuern. Jetzt haben wir Mist gebaut, vielleicht sogar. Wenn wir jetzt. Ja. Schon zu flach kommen, ne? Da ist was schief gelaufen in dem Sinne. Ja, ich kann aber nicht mehr steuern, weil mein Haupttriebwerk geradeaus ist. Na super, das hat ja wieder gut geklappt, wa? Naja, dann ist das halt so. Okay. Ja, jetzt haben wir richtig was schief gemacht. Ne, das war sogar richtig, ne? Ne, das war richtig. Jetzt müssen wir doch noch hier hochkommen wieder. Weil mit 15.000 kommen wir nicht nach oben. Aber ich glaube, das können wir getrost vergessen, weil das kriegen wir gar nicht mehr hin. Das Ding ist schief gegangen. Ne, ich krieg es auch gar nicht hochgesteuert mehr. Die Aerodynamik lässt da zu wünschen über. Ja, schade, ne? Schade, schade, schade. Gut, wenn wir schon dabei sind, dann schmeiß das mal weg. Dann sind wir hier schon ganz schlecht dran. Ne? Machen wir aus. Gucken wir, dass wir vielleicht noch irgendeinen Wert hier kriegen, falls was geht, weiß ich nicht. Da nix. Da war das Barometer. Da gibt's auch nichts mehr. Temperatur haben wir hier wahrscheinlich auch. Ja, ist alles nichts mehr. Gut, gehen wir ein bisschen zurück. Ich glaube, dann hören wir das nicht so laut knallen, wenn der runterkommt, oder doch? Ich weiß es nicht. Machen wir gerade Vollschub. Dann bremst er noch ab, oder? Jo. Aber wir kriegen es trotzdem nur kaputt darunter, denke ich mal. Und da kommen wir in den Crash. Kein Ziel steht da, ne? Alles gelaufen. Interessantes Wasser. Okay, da ist die Krümmung des Körbin und dann ist es da und da hinten sieht man noch ein paar Berge. Ja, Raumfahrzeug bergen. Schief gelaufen, zu weit eingelenkt. Ja. Ja, zack. Fehlgeschlagen, ne? Was ist denn hier drauf? Ach so, okay, das ist noch der Turm, der da steht, den können wir dann bergen. Und hier müssen wir gerade dann den neuen, ach, die steht da schon dann. Okay, aber das war alles nicht falsch, wir haben noch falsch gesteuert, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Wir dürfen nicht so weit einlenken. Auf ein neues. Wäre auch langweilig, wenn wir das nicht schaffen würden, ne? SAS, Vollschub. Und 3, 2, 1, go! Bisschen einschwenken ist ja schon ganz gut so, so ist ja nicht. Und dann gucken wir mal, dass wir das hier wieder hinkriegen. Meter. Ja, sieht doch ganz nett aus, oder? Können wir. Neuner. So, jetzt sind wir schon höher wie letztes Mal. Haupttriebwerk ist schon alle.
34, 35, 36. Steuern geht jetzt gerade nicht mehr, weil, ne? Haupttriebwerk halt alle. Das passt aber alles noch. So, die beiden weg, das weg und weiter geht's. 64, wir können einschwenken, dass wir da jetzt mehr hinkriegen. Ich weiß jetzt gar nicht. Vielleicht können wir noch ein bisschen was in dieser Richtung tun, dass wir hier jetzt verbessern. Ich glaube, wird dann besser, oder? Nee, schlechter wird's. Dann müssen wir nach da steuern. Und vor allem hierhin müssen wir. War jetzt wieder so ein Test, der nichts gebracht hat, ne? Aber ist okay soweit. Ich denke mal, das werden wir schon noch hinkriegen. Ja, ist so. Passt, der wächst da jetzt. Lass mal so laufen. Wird schon werden, ne? Obwohl das ja jetzt hier wieder nach da wandert, das ist ja auch doof, ne? So sieht das doch besser aus, oder? Dieses Zeichen, wofür das ist, weiß ich jetzt auch nicht. Und vielleicht ist es das Zeichen, dass wir dann passend zu diesem Orbit kommen. Wie sieht es denn mit Kraftstoff aus? Halb voll noch, alles gut also. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder zur Nullkante kommen. Ich glaube, das ist hier, ne? So ist das wohl besser. Jetzt wird der Kreis rund, das ist super. Und der Winkel ist jetzt nicht ganz so schäbig geworden, ne? Ne, da müsste ich schon wieder nach Darwin lenken, glaube. Aber wir kriegen das jetzt gerade hin. Hier ist 110. Vielleicht müsste dann irgendwann auch die Periapsis erscheinen. Da ist sie. Und jetzt lass es erstmal so laufen. Haben wir das wieder geschafft, ne? Wer ist das? Ach so, das ist die Landunggeschichte, glaube, ne? Die haben noch ein paar Tage vor sich. Hoffe ich, weil das habe ich gar nicht geguckt. Aber wird schon so sein. So. Ja, jetzt ist das Sofa rum. Also wir fliegen jetzt. So. Und das muss so rum, ist das richtig? Sind wir jetzt falsch rum? Nein, ne? Ich glaube, wir sind jetzt falsch rum. Wir sollen so darum fliegen und wir fliegen jetzt aber hier so rum. Ist das so? Ja, das ist dann doof. Weil dann sind wir ja um, müssen wir das Ding um 180 Grad drehen.
Da müssen wir so rumwählen. Sozusagen. Ja, gut, okay. Da war der letzte Mal auch so? War das nicht so? Also ich kann mich jetzt natürlich auch vertun. Aber dann ist das so. Ja, der fliegt schon so rum, ne? Das ist ja der Fehlgeleitete. Ja, Schicksal. Das wird dann natürlich ein ganz schöner Ritt, das da hinzukriegen sozusagen. Weil dann müssen wir das Ding ja komplett umdrehen, ne? Und das schaffen wir jetzt dann wieder die nächste Frage. Eine Herausforderung nach der anderen. Ist ja einmal abbremsen und umdrehen, ne? Oder? Prinzipiell. Ja, voll doof. Ist so, kann man nicht erinnern. Das war ein bisschen viel. Ja. Was machen wir aus dem Ding? Gute Frage, ne? Ich glaube, das Manöver lassen wir sein hier. Meine Idee ist jetzt die, wir machen das fertig, dass wir so rum sind. Obwohl, ist auch Blödsinn, ne? Eigentlich müssen wir jetzt nur falsch rum ansteuern und dann die ganze Zeit Gas geben, dass wir einmal andersrum kommen. Ist schon ein bisschen krass, was wir jetzt vorhaben. Okay, aber ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das. Und falls euch die Folge gefallen hat, auch wenn sie jetzt gerade mal wieder so ein Dilemma da ist, dann gebt ein Like und ja, hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.